sind trotzdem ganz, ganz viele Chemnitzer da. Und sie machen richtig Alarm. Und genau so brauchen wir das, wenn wir dann langsam in den Saisonendspurt gehen. Wir müssen noch Smith, der auch angezeigt hat, spiele ich mir hoch. Lockhart findet unterm Korb Jebo, gut gesehen, hat er schon zum Dreier angesetzt und dann findet er unten doch für die Chemnitzer. Kasa Katamijin und das ist der Block von Galen Smith und dann, der jetzt eine Pause bekommt, da sehen wir es nochmal. Prince Oduro wird reinkommen für ihn. Kein schlechter Wurf gewesen, ein bisschen im Pech. Rest from back, kein Offensivfoul, sagen die Refs und Kasa Katamijin mit dem Dreier. Ein Rückschlag für die Karlsheimer, seine Dreier brauchen sie. Garrett verliert fast den Ball, Jebo setzt nach. Sie nehmen ihm das Pick and Roll weitestgehend bis hier hinweg. Kommt nicht viel bei rum. Jetzt mal gegen Jebo nimmt er den aus dem Dribbling heraus. Dem Pech der Franzose, Smith setzt nach. And one. Die Karlsheimer sind drin in dieser Partie. Das ist noch nicht wirklich sexy, aber es ist spannend. Weil die Chemnitzer Defense zupackt. Sie sind die beste Verteidigung in der Liga, das beste Defensivrating. Katamijin mit dem Dreier, passt genau zum Ende dieses ersten Viertels. Aktuell Rang 17. Katamijin, der immer besser in dieser Chemnitzer Mannschaft funktioniert. Und dann ist es Tyler Ongwe. Und weiter draußen läuft er ein bisschen besser. 3 von 11 die Quote mittlerweile bei dem Chemnitzern. Das ist das schöne Pick and Roll mit Fabi Black. Diesmal hat es funktioniert, bester Mann. Er ist so ein begnadeter Point Guard. Katamijin mit dem Drive, Kickout raus zu West von Back. Den musste er nehmen, Shotlock war abgelaufen. Der nächste Offensiv-Rebound und dann der gute Cut von West von Back. Und auch gut gesehen von Tyler Ongwe. Sie crashen die Boards, so gnadenlos gut. Und wir entblößen diese Rebound-Schwäche. Und das ist der nächste Fehler. Westermann verpasst von Beck mit dem. Gutes Ballmovement bei den Chemnitzern. Tyler Ongwe, wieder der Block bei Karlsheim. Im Verbund haben sie es gemacht. Nicht nur im Aufbau, sondern eben auch als Slasher. Wahrscheinlich sind sie froh, wenn er da draußen steht und Dreier wirft, weil dann kann er keine Offensiv-Rebounds holen. Und Thema Dreier, endlich mal einer. 4 von 18 bei Chemnitz, das ist zu wenig und das ist genau richtig von DeAndre Cook. Schlechte Defense von Kasa Katamijin, springt da hoch, das ist so Alibi-Defense und dann Kinzeka am Boden, wird nicht gepfiffen, Ongwe, Coast to Coast. Richtige und wichtige Videounterbrechung auch natürlich, Elias Baget findet Murray Boyles auf einer Dreier und der sitzt. Einmal noch um die eigene Achse, aber Kasa Katamijin mit schnellen, starken Händen. Lance down. Der immer versucht, positiv zu bleiben bei seinem ersten Engagement in DeAndre Lansdowne, der Durchstecker auf Jebo. Einmal, zweimal Fake, nicht kommt raus, Stil von Westermann. Westermann Coast to Coast mit DeAndre Cook und die Punkte und die Führung für Karlsheim. West from back, and one. Kannst du ihn halt einfach nicht. Gerade dann, wenn er natürlich gegen Galen Smith steht. Die Karlsheimer überhaupt erstmal in ihr Play kommen. Darden wieder im Post-Up gegen Lansdowne, macht das wieder alleine. Und weg. Arbeitet sich da durch und kriegt wieder das End-One. Lansdowne kommt über die Picks drüber, kriegt den Ball jetzt. Westermann ist da. Nochmal Pick and Roll mit Richter. Wunderschön gemacht. Und dann ist Jonas Richter mit dem Punkt. Na, Darden kommt den Tick zu spät. Westermann hat gesehen, dass Smith da Lansdowne gegen sich hat und wieder lässt er von der Seite da einen liegen. Das ist Stucky, versucht zu retten. Immerhin so hoch, dass sie kein Problem haben. Doch haben sie. Van Beck mit dem Fastbreak. Murray Boyles nimmt sich ein Herz, muss der auch nehmen, weil eben schon abgelaufen. Und dann kommt er. Jeff Garrett, der geht ihm kurz der Treibstoff aus.
Hier sehen wir nochmal. Nicht aufgepasst, kein Safety. Und Jeff Garrett als Big Man. Leo Westermann mit Stucky. Mit dem Drive nochmal raus. Kick out. Westermann. Reset. Westermann! Und das war nochmal der erfolgreiche Dreier von Leo Westermann. Westermann Smith. Westermann. Den muss er nehmen, der Kapitän. Und er fällt endlich mal rein. Nach so viel Pech und rausgerollten Bällen. Slipscreen von Smith klappt nicht. Back zum zweiten. Heatcheck für den Capitano. Lansdowne gegen DeAndre Cook. Geht vorbei. Lansdowne. Slam! Und der Blick hoch zur Kurve. Da sind die mitgereisten Fans. Austrinker Chemnitz. Wieder ist es Lansdowne mit so einem Ausrufezeichen. Und der nächste Turnover. Wir sind bei 20. Alley-oop an Spiel. Nee, klappt nicht. Aber sie spielen ein bisschen Showtime Lakers jetzt. Van Beck auf Ugo ab, zurück. Auf West Van Beck. Elias Baget zum zweiten und wieder macht er so einen schweren rein. Lansdowne versucht da, das Offensiv-Foul Ticino, da kommt er zu spät. Aktiv das Wort übernommen, klar, er muss einer der Anführer sein. Elias Baget mit den nächsten Punkten. Aber sie brauchen eben auch die Stops, Garrett. Sie kriegen die Big Men nicht unter Kontrolle. Der Cut von Murray Boyles geht nicht. Sie versuchen das Pick and Roll und es ist der nächste Turnover. Das ist dann wieder der Slam Dunk von Aya Uguag auf der Gegenseite. Nicht ganz so spektakulär, zählt aber auch zwei Punkte. James Murray Boyles. Mess von Beck. Es ist jetzt ein Shootout und der Block von Yebo. Einer der wenigen Turnover bei den Chemnitzern gerade eben. Und das natürlich Uguag mit dem Slam. Black nochmal mit den Punkten. Aber eben nur. Und dann ist es der 19. Saisonsieg für die Chemnitzer, der dritte Sieg wettbewerbsübergreifend in Serie.